Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute im tiefsten Bayern, in der Nähe von Passau, bei der Firma Edelstahlverarbeitung Obermüller. Und heute steht was ganz Wildes auf dem Programm. Ich bin schon ultra aufgeregt, weil Andreas, der Inhaber, baut uns eine Feuermock Custom Made Edelstahl Auspuffanlage, die hier unten den Endtopf hat, einfach dass wir hier noch einen Zusatztank hinbekommen, und dann baut er hier hoch so eine fette Edelstahl, so ein fettes Edelstahlrohr hochgelegt. Ich bin mega gespannt. Ich nehme euch heute den kompletten Tag mit hinter die Kulissen. Wir gucken uns ganz genau an, was steckt in so einem Topf überhaupt drin, wie ist das verarbeitet, wie entstehen diese Bilderbuch-Schweißnähte. Und ich nutze einfach auch die Gelegenheit, um ihm alle diese Fragen im Detail zu stellen und euch einfach mal hier so einen wirklich tiefen Einblick zu ermöglichen, wie ein so besonderes High-End-Produkt entsteht. In diesem Sinne, ich gehe mal rein. Andreas bereitet gerade schon vor und dann schauen wir uns mal an, wie die einzelnen Steps überhaupt sind, dass am Ende so ein tolles Produkt da steht. Du bist, ja, man kann eigentlich sagen, absolut spezialisiert auf Unimog-Auspuffanlagen. Custom made, ne? Du kannst wahrscheinlich alles bauen, was man sich vorstellt. Ja, so ungefähr. Ja. Also ich mache das Ganze seit 12 Jahren, ja. Habe mich da immer weiterentwickelt, ja. Bin eigentlich spezialisiert auf Auspuffanlagen, aber mittlerweile hat sich so ergeben, dass ich auch Dachgepäckträger, okay, und Motorradheckträger baue. Andreas, magst du uns mal so ein paar grundlegende Sachen erklären, warum wir Edelstahl benutzen und was wir für ein Material benutzen, was einfach die positiven Eigenschaften sind, warum du das so baust? Ja, sehr gerne. Also der Auspuff ist ja am Unimog und generell bei Fasern Verschleißteil Nummer 1. Das heißt, da wäre Edelstahl die optimale Alternative zum normalen Stahl, weil es einfach langlebiger ist. Okay. Es kann natürlich sein, in Küstennähe oder im Winter im Salzbereich, dass es Edelstahl Anlaufform bekommt. Ja, so eine Patina. Da ist die Korrosion zwar nicht eingeschränkt, ja, sieht aber nicht mehr so spiegelnd glatt aus. Ja, okay. Je nachdem, was die Kunden haben wollen, du kannst es jede Woche polieren, dann bleibt es so schön. Oder halt eben nicht. Wie gehen wir jetzt vor? Was ist jetzt der nächste Schritt? Genau, der nächste Schritt wäre, ich putze mal die alte Konsole, ja, und bereite mal das Topfinnenleben vor. Putzen und bedeutet Rückstände quasi vom Schweißen. Genau, die Schweißrückstände einfach entfernen, okay, dass die Anlaufformen einfach weg sind. Okay. Kann, weil wenn die Anlaufformen nicht entfernt werden, kann es sein, dass es irgendwo einen leichten Flugrost ansetzt. Okay. Und es schaut dann nicht schön aus. Ja, okay. Also eigentlich ist es eine rein optische Sache. Alles klar. Für alle Reisemobilisten, die meisten mit Turbomotoren, die drehen den Turbomotor auf, dass er einfach mehr Leistung hat. Und Andreas baut genau deshalb den Rohrdurchmesser von vornherein größer, damit der Rückstau, ne, verhindert wird. Damit der Rückstau gering gehalten wird. Ja. Beim Sauger ist es ein bisschen anders, der braucht einen gewissen Rückstau. Beim Turbomotor ist es so, der will durchziehen. Mhm. Da ist je größer, desto besser. Mhm. Gerade bei einem OM366 Motor beim Unimog, dann kann man hochdrehen bis ohne Ende. Bis und ohne da Ende. Ist das 80er Rohr einfach ein bisschen knapp. Deswegen, ja, verwende ich von Haus aus 90er Rohre, aha, auch schon vom Krümmer weg, ja, okay, dass einfach der, dass der, ja, Turbo einfach sauber, ja, durchziehen, ja, kann. Je weniger Rückstau der Turbo hat, desto besser zieht er. Aha. Ist auch ein, okay, Topfinnenleben entscheidend bei mir, weil bei mir das Topfinnenleben mit minimalem Rückstau gebaut wird. Das heißt, der Turbo kann auch über den Topf sauber durchziehen. Mhm. Und durch die kompakte Bauweise müssen wir natürlich, weil das ist folgendermaßen, um die Schalldämpfung zu erreichen, ist viel Volumen eigentlich vorteilhaft bei einem Schalldämpfer. Mhm. Bei dieser kompakten Bauweise ist es komplett anders. Eben, weil wir müssen ja den Platz schaffen für den Zusatztank. Deswegen muss der Topf ziemlich kompakt gebaut werden. Dadurch müssen wir eine Technik reinstopfen, was irgendwie möglich ist. Also da können wir einfach nicht den Topf leer lassen, sonst wird es zu laut. Und um die Schalldämmung zu erreichen, machen wir einen Hybrid-Schalldämpfer. Das heißt Expansionsprinzip und Absorptionsprinzip. Das heißt, durch das perforierte Rohr wird die Schallstreuung erreicht im Schalldämpfer, ist eher für die lauten Geräusche. Und für die grellen Geräusche ist so ein Absorptionsprinzip eigentlich optimal. Mhm. Also zwei Prinzipien, okay, kombiniert in einem Auspufftopf. Die du mixt, um quasi das Zielgeräusch zu, genau, zu, genau, produzieren. Wir haben da ein bisschen rumprobiert. Ja, es müsste eigentlich nicht zwangsläufig sein, dass die Dämmwolle drin ist, aber erfahrungsgemäß wollen die Kundschaften mit solchen Fahrzeugen den Auspuff möglichst leise. Und genau, da haben wir ewig lang durchprobiert,
Und das optimale Soundgeräusch ist eigentlich mit dem Prinzip. Mhm. Der Hauptgasklang ist schön kräftig, schön dumpf, aber nicht laut und nicht penetrant. Mhm. Ja, eigentlich wie man sich es vorstellt, wie es genau perfekt sein soll. Also mein, der Unimog muss man hören, wenn er arbeitet, den darf man auch hören, aber der soll sich dann auch schon kräftig, substanziell anhören und nicht so ein helles Geräusch. Ja, das ist immer Geschmackssache, aber für meine Begriffe ist halt dieses Prinzip optimal. Beim Zusammenbauen Okay. Schauen wir uns das Ganze genau mal an, genau, wie das Ganze funktioniert. Jetzt baut Andreas das Innenleben vom Endschalldämpfer. Wenn ich das jetzt so richtig beobachte, du punktest die Stellen an, um sie zu fixieren und dann ziehst du die Schweißnaht. Genau, der Topf ist immer gepunktet. Das ist der Grundkorpus. Mhm. Hier kann man sehen. Hier ist der Topfeingang. Da werden die Abgase reingeleitet. Mhm. In die vordere Kammer. Mhm. Werden hier gestreut. Mhm. Werden durch das perforierte Blech wieder gestreut. Werden dann zurückgeführt in die vordere Kammer. Mhm. Und dann in die nächste Kammer. Okay, abgefahren. So das Grundprinzip. Kurze Erklärung zum Schweißdraht. Also der Schweißzusatz für Nähte, die nicht so viel halten müssen, ist der ganz normale Standardschweißdraht. Das ist 1.4301. Bei dem Bereich, wo weiße Blechen draufkommen, verwende ich einen Spezialdraht. Der kommt aus einem Reaktorbau. Das ist ein hochfester Schweißdraht für Schwarz-Weiß-Verbindungen ursprünglich. Der ist aber richtig zäh und hochfest. Also zum Vergleich, der Standard-Schweißdraht kostet Kilo 37 Euro. Bei dem hochfesten Schweißdraht haben wir einen Kilopreis von 140 Euro. Deswegen verwende ich den Draht auch nur da, wo es wirklich zwingend erforderlich ist. Ja, ja, ja. Hast du schon mal am Anfang, wo du in der Entwicklung warst, Fälle gehabt, wo dann Risse entstanden sind in der Schweißnaht? Deswegen haben wir den Schweißdraht. Okay. Aus vielen Lehrern. Ja. Jetzt der frisch geschweißte Endtopf oben einmal rum, hier rum und der qualmt es einfach raus. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Und guckt euch mal die Schweißnähte an. Die Schweißnähte werden jetzt nicht ganz so sauber wie andere Schweißnähte, weil der Schweiß einfach extrem zäh ist und der lässt sich auch entsprechend schlecht schweißen. Okay, das heißt, das ist für dich nicht perfekt? Nein. Okay, alles klar? Okay. Er holt gerade was, wo er sagt, das ist eine perfekte Schweißnaht. Gucken wir uns mal an. So. Oha. Ist eigentlich eine Schweißnaht, die man kaum bemerkt. Oha. Das sind halt Sichtschweißnähte, haben wenig Drahtfähigkeit. Das ist jetzt zum Beispiel ein Stück von einer Hochlegung. Ja. Die muss ja nichts trauen, die muss einfach nur hübsch ausschauen. Ja. Deswegen haben wir das ganz fein verlaufen lassen für den Auspufftopf. Für den Korpus ist sowas eher nicht zu empfehlen, ja. Sonst plastert der Glaube. Wild. Beim Originalteil wird die Entkopplung vom Motor zwischen Auspufftopf und Motor mit einer Überschubverbindung gelöst. War halt damals original so, ist keine optimale Verbindung, weil die Abgase rausgewalmen, funktioniert aber. Die bessere Lösung. Das ist ein Flexrohr, das schwingen kann, um einfach die Schwingung vom Motor abzufangen. Okay. Und den Rahmen und die Verbindungsfähigkeit vom Rahmen zu gewährleisten. Und das ist trotzdem hundertprozentig dicht. Das ist hundertprozentig geistig. Okay. Ich habe mal einen aufgeschnitten für die Kundschaften, weil das ist immer so neugierig. Ja. So wie du jetzt. Das sind halt wirklich hochwertige Flexrohre. Da kann auch nichts brechen. Und selbst wenn, da ist außen ein Schutzgeflecht drum. Mhm. Dann kommt der Kompensator und dann nochmal ein Wellrohr. Okay. Das heißt, das ganze Flexrohr ist dreifach abgesichert. Wenn wirklich das Geflecht außen mal brechen würde, ist hier der Kompensator
der absolut gasdicht ist. Also da kann nichts durch. Also das Beste, was es gibt eigentlich. Das ist gut zu hören, dass wir hier das Beste einbauen, was es gibt. Okay, also er entfernt gerade sämtlichen Rückstand vom Schweißen und sieht aus wie ein Babypopo hier. Noch ein Stück. Und immer besser. Also er poliert das gerade und es ist gleich wie ein Spiegel. So, jetzt kommt die dritte und letzte Einheit auf den Schalldämpfer drauf. Und zwar das Absorptionsteil. Machen wir kurz auf. Ja. Also das ist Topf innen auch komplett aus Edelstahl. Okay. Rohr aus Edelstahl und Dämmwolle auch aus Edelstahl, dass da nichts passieren kann im Laufe der Jahre. Da schneide ich jetzt ein Loch rein, zeichne mir es vorher an und dann werden die Schallwellen in den Topf reingeführt, werden in der vorderen Kammer gestreut, werden in der zweiten Kammer auch wieder gestreut und dann geht es über das Absorptionsteil nach vorne raus. Und das waren jetzt nochmal für die höheren, schrilleren Töne? Für die grellen Geräusche. Okay, das filtert die grellen Geräusche. Wird bei den Unimog, speziell bei den Dieselmotoren, eher nicht verwendet. Da reicht eigentlich das Expansionsprinzip. Aber du machst es nochmal on top, also damit es wirklich... Ich kann es nochmal kurz zeigen. Ich habe das mal aufgeschrieben. Das ist zum Beispiel das Schalldämpferprinzip von dem 421, also von dem kleinen Unimog. Da werden die Schallwellen reingeführt, gestreut, in die nächste Kammer gestreut, und nach vorne weg. Und mit dieser Einheit wird der ganze Topf einfach aufgewertet. Das ist eigentlich die Einheit, was das Ding leise macht. Jetzt haben wir eine entsprechende Höhe, eine schlanke, kompakte Bauweise, die wir in der Tiefe verbauen. Du schneidest jetzt ein Loch rein und dann schweißt du rundherum einmal fest. Damit es komplett verschweißt. So, jetzt das größte Betriebsgeheimnis, wie bekomme ich das Loch rein? Da schaue ich eigentlich immer nur kurz nach, ob wir einen entsprechend größeren Querschnitt haben, um keinen Rückstau entstehen zu lassen. Ja. Das wäre die einzige Kunst bei dem Loch. Okay. Jetzt werden die beiden Teile zusammengeschweißt. Für die Blende vorne. Das ist zum einen klar Optik. Wir bekommen unser eigenes Feuermock-Branding. Ist aber auch ein Hitzeschutz. Ne? Ja. Weil das Ding ist natürlich bockheiß. Und wenn du da irgendwie mal mit dem Oberschenkel drankommst, ist ein Loch im Oberschenkel. Also 30% Nutzen, 70% Auge. Okay, alles klar. Verstanden. Bauen wir den Endschalldämpfer ab und schaffen es. Und das ist jetzt die Steckverbindung, von der Andreas eben erzählt hat. Er hat jetzt das Rohr quasi einfach nur rausgezogen. Habe ich noch nie gesehen beim Auto. Wir friemeln jetzt hier gerade beide das Anschlussrohr rein. Jetzt kommt das Flexrohr auf diesen Rohransatz, den wir oben festgeschraubt haben. Ja. Reserveradhalter haben wir abgenommen. War ein kurzer Krampf, aber geschafft. Und jetzt haben wir hier den L-Träger für den Pott. Er hat konstruktiv da schon verschiedene Bausituation abgebildet mit dem Lochbild.
Und wir haben jetzt gerade das Ganze nochmal 5 cm hochgesetzt und ein bisschen weiter nach links gesetzt mit 2 Handgriffen, damit der Endschalldämpfer hier richtig schön mittig drunter sitzt, wo dann die Hochlegung hochgeht. Hier sieht man, wie das Rohr richtig schön unterm Stabi durchgeht. Der Stabi kann da frei arbeiten und dann hier unten ist auch noch ausgespart, damit man die Kippvorrichtung fürs Fahrerhaus bedienen kann. Also insofern muss ich echt sagen, top. Liebe Leute, der Countdown. Ist hier noch nichts dran. Was ist das bitte für ein Rohr? Okay. Die Schellen für die Hochlegung, die werden unten am Falz einfach durchgebohrt. Im oberen Bereich unterhalb der Regenrinne mit 2 Einziehmuttern oder Einpressmuttern befestigt. Okay, und die hast du aber auch gebaut extra, ne? Die baue ich ja, genau. Ja. Jetzt wird's ernst. Dass nichts im Auspuff reinfällt. Das sind jetzt die Einpressmuttern bei der mitgelieferten, die ich dazu lege beim Paket, braucht man 11er Loch für die Einpressmuttern. Natürlich optimalerweise so eine Zange. Ja. Kann man sich aber vom Landwirtschaftsmechaniker oder Schlosser irgendwo ausleihen, falls man keine hat. Okay. Ich kenne die man so drückt, ja, das ist das Gleiche. Geht genauso. Ja. So, hier ist das Auspuffrohr. Hier ist die Verblendung bzw. der Hitzeschutz. Und wir bauen jetzt dieses brachiale Teil an die entsprechende Stelle. Rauf damit. Ja, rauf damit, klingt gut. Leute. Der Gerät. Junge. Am besten zur Seite raus, oder? Ja, so ein Stück, ja genau, so ein Stück, ja. So ist, glaube ich, perfekt. Jetzt kommt die Blende noch davor. Ach so, da kann man jetzt variieren. Da kann man sich jetzt die Löcher aussuchen, okay. Leute, ist das nicht ein absoluter Traum? Ja, gerade jetzt hier, wenn man von der Seite guckt, man sieht es schon ganz schön markant, dass da einfach ein ordentlicher Auspuff verbaut ist. Aber genau richtig. Nicht zu viel, nicht zu wenig, so wie es sein muss. Das hat dem Feuermock noch gefehlt. Ah, herrlich. Ihr könnt mal direkt in die Kommentare schreiben, was ihr von Andreas' Arbeit haltet. Also mich hat das hier komplett geflasht. Ich finde das von hier aus dieser Perspektive so stimmig. Ich bin so happy. Ich habe mir im Vorfeld überlegt, ist das zu krass? Passt das überhaupt zu dem Rüstwagenkoffer? Passt das zum Feuerwehrauto? Weil man die serienmäßig ja, ich hab's so noch nie gesehen. Aber Leute, aus dieser Perspektive brutal. Also an der Stelle schon mal eine absolute Empfehlung, aber ich habe nachher noch ein Special für euch. Seid gespannt. Ich habe nämlich mit ihm eben mal eine ruhige Minute gesprochen und habe für die Feuermock-Community einen kleinen Deal ausgehandelt. Insofern, den gibt es gleich noch. Bis später. Wir düsen jetzt zum TÜV und dann gibt es gleich noch einen kurzen Abschluss. Und wie gesagt, was ganz Besonderes habe ich noch für euch. Bleibt dran. So, auf dem Weg zum TÜV halten wir noch hier an und lasern unser eigenes Feuermock-Schild. Also wir kriegen jetzt hier unten unser Feuermock-Logo reingebrandet und dann düsen wir direkt weiter zum TÜV. Leute, Andreas, sieht gut aus. Mit individualisiertem Hitzeschutzblech schrauben wir das jetzt vor dem TÜV noch dran, oder? Ja, ja. Okay, top. Dann begeistern wir den TÜV direkt mit. Oh, Leute, ist das geil. Ab zum TÜV. Um eine der häufigsten Fragen direkt zu beantworten,
kam schon bei den Instagram-Stories von dem Auspuffbau zuhauf. Wie ist das mit TÜV? Kann man sowas eintragen lassen und? Ich sag mal so, wir lassen jetzt diese Auspuffanlage, die er komplett custom-made für den Feuermock gebaut hat, eintragen. Einzelabnahme 120 Euro. TÜV ist eine Sache von einer Viertelstunde, Thema erledigt. Ich mach's kurz. Da ist das Ding. Einzelabnahme, super easy. Also Leute, macht euch keinen Kopf. Wir wurden bei Instagram so oft angeschrieben, wie läuft das? Ist das Ding eintragbar? Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, es ist eintragbar per Einzelabnahme. Was haben wir jetzt gezahlt? 110 Euro. Wir waren wie lange beim TÜV? Viertelstunde maximal. Also total easy. Andreas, ganz, ganz herzlichen Dank. Bitteschön. Ich denke und bin mir sicher, ihr habt einen echt geilen Eindruck bekommen, was hier produziert wird. Also er macht nicht nur Unimog, er kann theoretisch alles. Also wann immer ihr irgendwelche geilen Projekte habt mit Auspuffanlagen, aber auch mit, sag nochmal kurz, was machst du? Dachgepäckträger. Dachgepäckträger. Motorradheckträger, Staukästen, Bullenfänger, Schutzgitter für Scheinwerfer. Also alles rund um die Karosserie. Haut in die Kommentare, wie ihr es fandet. Spammt ihn zu mit Anfragen. Jetzt kommt eigentlich noch die wichtigste Frage zum Abschluss und dann noch ein kleines Special. Was kostet der Spaß? Was kostet der Spaß? Okay, die Anlage, so wie sie da ist, ich fange mal an. Also der Auspufftopf mit normalem Endstück, oh, das war heiß. Der Auspufftopf mit normalem Endstück mit Anschluss bis circa Unterkante Fahrerhaus liegt bei 890 brutto, also inklusive Mehrwertsteuer. Dann die Verrohrung zur Motorbremse. Wer die mithaben möchte, liegt bei 320 Euro brutto, also inklusive Mehrwertsteuer. Und die Hochlegung liegt bei 539. Okay. Inklusive Mehrwertsteuer. Rechnen müsst ihr selber. Ja, bitte. Mein Ziel war, für euch irgendwie eine Vergünstigung rauszuhandeln. Jetzt haben wir das Problem gehabt und es war harte Arbeit, ja? Fragt eure Auspuffanlagen an. Stichwort Feuermock. Schreibt auf der Homepage www.mockauspuff.de Stichwort Feuermock und ihr bekommt 5% Rabatt auf eure komplette Bestellung. Herzlichen Dank dafür, Bitteschön. Auch wenn du der Hersteller bist. Ausnahme für euch. Insofern, ich verabschiede mich. Tausend Dank nochmal. Und danke, Leute, haut in die Kommentare, wie ihr diese Auspuffanlage findet. Auch einfach, um ihm mal zu zeigen, was er für geile Arbeit macht. In diesem Sinne, haut rein.